In diesem rechtwinkligen Dreieck gilt, die Länge der Strecke AB ist 4 und die Länge der Strecke AC ist 3. Frage: Was ergibt die Länge der Strecke AK? Was wir also suchen, ist die Länge dieser Strecke AK, nennen wir sie x. Wir haben ein rechtwinkliges Dreieck mit Kathetenlängen 3 und 4. Und durch den Satz des Pythagoras wissen wir, dass die Hypotenuse BC 5 messen muss. Also ist die Länge der Strecke BK, die dieselbe ist wie die Länge der Strecke KC, 2,5. Von diesem Punkt K aus ziehen wir die Senkrechte zu der Strecke AB. So, da 2,5 die Hälfte von 5 ist, muss diese Streckenlänge die Hälfte von 3 sein, das heißt 1,5. Und diese Streckenlänge muss die Hälfte von 4 sein, das heißt 2. Durch Anwendung des Satzes des Pythagoras in diesem rechtwinkligen Dreieck gilt x im Quadrat gleich 2 im Quadrat plus 1,5 im Quadrat. Also so. Somit ist x Quadrat gleich zu 4 plus 2,25, das heißt 6,25. Und x ist die Quadratwurzel von 6,25, das heißt 2,5. Somit ist Antwort B die richtige. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.